Ja, weißt du, was jetzt das Problem ist? Wie gesagt, wenn du jetzt das Wasser da oben drauf machst und es kommt zum Beispiel hier runter oder hier über diese Ecke runter, dann kommt ja auf der anderen Seite nichts. Und da wir nur einen Block da oben Ach, du haben. müsstest einen Vierer machen, oder was meinst du? Genau, und dann muss man den Kreis anders bauen, Bist du was sicher da mit nicht dem mehr Wasser? aufgeht. Ich meine nämlich, das läuft. Also, Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich bin da gerade Ja, das lässt unschlüssig. sich ja ganz schnell herausfinden. Warte mal. Mach ruhig schon mal weiter, ich komme sofort. Hier fließt nämlich irgendwo Wasser. Komisch, da hört man Wasser fließen. Wo kommt denn das her? Ich ist da irgendwo Jetzt ist es weg. unten eine Höhe. Also hier bei mir, wenn ich hier ein Crafting Table Ja, genau. stehe. Ist wahrscheinlich irgendwo unten in der Höhle oder sowas. Oder ein Bug. Das kann auch Das sein. kann sein. Wo haben wir noch Cobblestone? Da, ich hole das mal raus. Ich meine, da war noch einiges an Cobblestone. Treppen gibt es nur als Cobblestone, ne? Ah, nee, man kann doch. Ach Nee, so. Man kann die als Pflasterstein da machen oder wie das heißt. Nein, es fließt in alle Richtungen. Aua. Tut dir nicht weh. Nein, ich habe ja Feather Falling 4. Ich muss doch. Es hat aber trotzdem geklatscht. Ja, aber ich Ich muss doch hab's nur mal gehört. ausprobieren, ob die Stiefel was taugen oder ob ich hier wieder reklamieren muss. Also, wie du siehst, klappt das mit einem Pol. Also. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Ich fülle das mal auf, ne? Was liegt da denn? Weil ich hasse rauschendes Wasser. Ich mag das Geräusch voll gerne. Irgendwie. Ja, Ich finde das so also im echten beruhigend. Leben schon, aber jetzt hier so in Minecraft muss ich das nicht unbedingt die ganze Zeit um mich rum haben. Ach, das sieht ja jetzt cool aus. Aber hätte man dann nicht auch die Innendinger mit dem Material machen können? Also aus den Brickstones? Weiß ich noch nicht. Aber nichts Ich ist weiß nicht, ob es ja. dann zu viel ist. Also das Gute an Minecraft ist ja, dass nichts für die Ewigkeit ist. Also man kann ja alles abändern. Genau. Das ist auch irgendwie, man könnte auch irgendwann da drin zum Beispiel, wie heißt das, diese Glowstone Ja. verarbeiten. Sozusagen unter dem Wasser, dass da nicht so ein Steinblock ist, sondern ein Glowstone. Und das sieht dann natürlich auch sehr schön aus, ne? Ja, Weil es klar. so ein bisschen so rausschimmert. Auch Das sind alles so Feinheiten dann wenn noch. Pesti mich jetzt wieder verspotten wird, aber ich finde das klar kann man in einer Riesenstadt so machen, aber in so einem kleinen Viertel. Ich weiß nicht, ich bin immer so ein Realist und wenn du dann natürlich hier direkt mit perfekt gepflasterten Steinen und so kommst, da geht für mich sehr viel Charme und ja, Entwicklung verloren. Also ich bin so einer, der beim Wachsen zusieht. Und dann fängt man natürlich mit kleinen, also den Ressourcen entsprechend mit kleinen Sachen an und steigert sich dann immer nach und nach und bessert dies, upgradet das ab und so weiter. Und ich mag das nicht, wenn das sofort, ja, dass hier nicht sofort Hochhäuser mit Werbeplakaten, die hier blinken und so weiter rumstehen. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit jetzt sagen will. Ich glaube, ich habe den Faden Ja, verloren. ich ja, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Gut. Ich hoffe, du auch, lieber Zuschauer. Wieso machst du dir hier nicht einfach eine unendliche Quelle? Dann musst du dich immer rennen. Das kannst du in der Mitte Ja. rausholen. Sehr, sehr gut. Nur so als Tipp. Ich denke auch nicht immer an alles. Oh, ist ja schon fertig. Okay. Hast du irgendwie, also wir können hier natürlich außen noch so Fackeln hinstellen, damit es nicht ganz so Nee. leer Ach so, aussieht. doch, ich habe noch 64. Wie soll 64 Fackeln? Wo kommen die denn her? Riesig nicht? Du hast aber vorhin gesagt, du hast einige Fackeln. Ich taste ja. Ich könnte ja auch alle gleichzeitig geben. Ich gebe dir mal den halben Stack. Warte. Ja, das ist geil. Wo gehen die denn hin? Ich kriege nämlich keine. Die liegen Ach, da. jetzt. Ja, die lagen bei mir nicht. Du hast die geworfen und dann plötzlich waren sie weg. Ich dachte schon, das ist verbuggt. Ja. Nee, das gefällt mir nicht. Also ich baue auch sehr viel und reiße es danach wieder ab, weil ich merke, es gefällt mir doch nicht. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist,
das Außen ist sehr breit, ne? Und das Innen ist so pimmelig klein. Weißt du? Also man hätte da vielleicht das doch einen Ticken höher bauen können. Also den Stamm in der Mitte, meine ich. Hm. Naja, noch geht es. Dann mache ich das mal. Also vielleicht mal eins hoch. Ach, ich kann jetzt hochschwimmen. Nein! Hast du toll gemacht. Naja, ich konnte oben den Stein nicht platzieren. So. Das finde ich schon mal besser, ja. Dann ist es dann, das, was man natürlich machen könnte, wo du das sagtest mit dem Glowstone, man könnte oben natürlich den letzten Block einen Glowstone reinsetzen. Ich habe sogar Glowstone, warte, ich komme gleich wieder. Dass der oberste Block leuchtet. Ja, ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Echt? Ich dachte, den Boden damit ausleuchten. Nein, also im Boden, ja, das ist total cool. Das sieht auch sehr schön aus, aber das geht bei der Größe des Brunnens nicht. Das muss so ein imposanter Brunnen sein, damit das wirklich wirkt. Denn auch Landwirte haben ein Recht auf Wiederfindung des Weges. Aber hier auf jeden Fall, das wäre, glaube ich, richtig cool, wenn der oberste... Den sieht man sogar vom Haus aus, dem Pol. Das ist richtig cool. Und wenn der dann noch aus der Ferne leuchtet... Also man sieht es nicht so krass, ne? Aber ja. Weil es geht ja immer noch Wasser drüber. Aber es wirkt halt auch einfach besser. So, hier ist Netherzeug drin, aber... Ich habe keinen Glowstone. Ansonsten macht... Weiß ich, das kann man ja wann anders nochmal nachholen. Ja, na klar. So steht der erstmal. Aber ich finde das richtig cool, dass man die Wassersäule vor meinem Haus aussieht. Ich muss nur diesen Kram auch irgendwann mal einebnen. Das wird auch eine Heidenarbeit. Wie eigentlich für alles so. Also das, ich finde, die schwerste Arbeit ist wirklich dieses Ebnen der ganzen Gegend hier. Mhm. Das Bauen ist ja eigentlich keine Arbeit. Ja, ich kann damit ja eigentlich schon mal weitermachen, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Ja, die Frage ist jetzt nur, warum haben wir keine Erde mehr? Ich habe hier noch ein bisschen. Also nicht mehr so viel, aber es läufst du weg. Ja, nee, ist schon okay. Tja. Der Berg muss eh hier weg. So. Ich pack die mal in die kleine Kiste ganz rechts, okay. Falls du die nachher noch brauchst. Und ich brauch, glaube ich, jetzt... Also jetzt müsste eigentlich um diesen Grund drumherum Cobblestone ausgelegt werden. Ja, natürlich haben wir auch jetzt alles eingeschmolzen. Nee, haben wir gar nicht alles geschmolzen, ne? Ein bisschen ist doch da. Also aber nicht mehr viel. Das heißt, dann werde ich mich wieder nach unten begeben. Geh ins Loch. Oh. Wieso habe ich eigentlich immer so viele... Achso, ich habe das ganze Gras da abgesäbelt. Ich habe immer so viele Seeds in meinem Inventar. Ja. Natürlich, vom Gras. Oh, was mache ich mit meinem Bettchen? Das anders hin. Das Schwert hätte ich mir auch nicht machen müssen. Brauche ich gar nicht. Irgendwie sind hier wenig Zombies, finde ich. Nee, vor allem, weil noch eins in der Truhe gewesen wäre und ich habe nicht geguckt. Das Problem ist immer, dass immer so ein Monat zwischen den Aufnahmen ist und dann habe ich nicht immer alles in meinem Spatzenhirn gespeichert. Musst du ja eine Liste machen. Ja. Oder aber einfach die letzten Folgen nochmal anschauen. Ja, boah, ja. Oh, nö, eher nicht so. Ich bin nicht so einer, der meine eigenen Folgen immer guckt. Nee, ich auch nicht, aber zum Wiederholen vielleicht nochmal, wenn da eine längere Pause mal zwischen Aufnahmen sind, ist das ganz gut. Du musst ja auch nicht alles gucken, du kannst ja durch... Klar. Durch Dingsen, ne? Du weißt, was ich meine. Schlafenzeit. Meine Schaufel ist kaputt. Ja, warte, mein Bettchen. Ich entferne mich ein bisschen von dir. Ja, ich merke das, aber ganz schön weit weg, ne? Das macht mich ein bisschen traurig. Oh, eigentlich solltest du froh sein. Komm mal her, ich bewerf dich mit Dreck. Du Schwein. In der Aufnahme gestern hatte ich die ganze Zeit Kackhaufen um mich rumfliegen in Minecraft. So, hä? Naja, wir haben eine Modded-Minecraft-Version gespielt und warum geht das nicht?
Hä? Auf den Server zu belasten. Jetzt geht's. Ja. Da haben die Gegner, die du getötet hast, Kacke gedroppt, also Poop. Und ich verstehe den Sinn nicht. Also er meinte, dass das wäre ein Dünger. Aber ich werde da nicht so ganz schlau raus. Man muss auch nicht immer alles verstehen. Ja, nee. So, also wir brauchen noch Cobblestone, sagst du? Ja, ich habe hier zwar noch ein bisschen, aber wir wollen ja eigentlich hier, also außer du hast da andere Vorstellungen, um den Brunnen herum, müsste ja eigentlich alles mit Cobblestone ausgelegt sein, ne? Ja. So kleine Seitenstraßen, da könnte man fast eigentlich mit Dreck lassen. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht so gehoben hier, diese Gegend. Nee. Es ist ja eher dreckig und ja. Da fühle ich mich wohl. Genau. Ich baue es extra für dich besonders hässlich. Ah, das ist gut. Dann hat es einen richtig guten Wiedererkennungswert für mich. So. Ich muss hier mal das Loch zumachen, sonst falle ich da wieder rein. Tu mir wieder weh. Ja, aber ich muss da gleich noch runter. Nein, ich mach's ja nicht ganz zu. Ich mach's erst zu, wenn du drin bist. Oh, da muss ich so einen geheimen Räubertunnel bauen. So, jetzt habe ich auch keine Erde mehr. Gut, dann hole ich mal Cobblestone. Ich habe hier noch 57 Erde. Weil ich heb hier ja immer ein bisschen aus. Okay. Ich bin total unstrukturiert. So. So, es geht bei mir wieder das Rechnen los. Au! Au! Ist wieder ins Loch gefallen? Nö, alles okay. Ich bin sehr talentiert, irgendwo runterzufallen. Hallo. Oh Mann, ey. Da hinten sind Zombies und Creeper. Wo kommen die denn her? Huh. Ich frag mich manchmal wirklich, wieso Viecher da spawnen können, beziehungsweise überleben können, wenn die ganze Zeit hell ist. Ja, das frage ich mich auch gerade. Das sieht aus wie so ein Baby-Zombie oder sowas. Ich gehe die mal eben töten. Mhm. Die machen mich nervös. Wo sind sie denn jetzt? Hey, jetzt sind die wieder weg. Oh. Die verstecken sich vor dir. Oder ist ein Hinterhalt, das kann auch sein. Es hat nur geröchelt und ich habe mich schon wieder voll erschrocken, ey. Ne, hier hinten ist wieder Sumpfgebiet. Ach, das ist das Vieh. Die spawnen hier unter den Bäumen. Aber der Creeper ist weg. Ich verstehe das nicht. Ich habe die vorhin noch gesehen. Jetzt sind die auf einmal weg, als wenn nichts gewesen wäre. Und ich höre es hier die ganze Zeit grunzen. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin hinten am Hügel. Ja, das ist der Wald halt. Der ist ziemlich dunkel. Und ich denke, dass die da spawnen. Deswegen wäre es auch ein Anliegen, das Teil auch bis zur Servereröffnung ein bisschen zu lichten. Dieser Hügel, wo du gerade drauf standst, meinst du? Ja, hier habe ich den Baby. Da ist übrigens ein Enderman auf dem Baum da hinten im Sumpf. Guck ihn nicht an. Das sieht richtig cool aus, wie er da oben. Ach, hier unten sind die. Ich habe die schon wieder verloren. Ist zu schnell.
Ach, da, ich sehe deinen Namen. Okay, ich denke mal, der Creeper wird dann einfach mal despawned sein. Gehe ich jetzt mal zu unseren Gunsten davon aus. So, nichtsdestotrotz leuchte ich die Höhle mal aus. Zumindest ein bisschen. Du musst ja gleich mal schauen, ob dir das denn so recht ist, was ich hier mache. Ach, mir ist alles recht. Du bist doch der Bürgermeister. Du musst das ein Auge drauf haben. So. Ich bin bescheiden. Steinig. Also so in dieser Art, also ich habe es noch nicht überall fertig gemacht, ja, ne? Aber so halt drumherum und um diesen Kreis könnte man eigentlich irgendwas bauen. Ob es jetzt ein Markt ist oder weiß ich nicht was. Mhm. Und ab hier würde dann praktisch der Weg nach vorne rausgehen. Okay. Und das verbindet dann eben hier an dem Marktplatz mit da hinten. Okay, ja, da ist ja schon so ein Weg vorgezeichnet. Das wird sich dann hier so rumschlängeln. Also ich habe ja vorne an meinem Haus, an dem Weg, den ich übrigens aus Gravel gebaut habe, aber das ist ja kein Problem, man kann das ja irgendwann überschwappen lassen. Und zwar habe ich da vorne in dem Zaun ein Loch gelassen. Und... Ach, jetzt dürfen wir hier nicht runterfallen. Das muss ich auch mal irgendwann zumachen hier. Genau, hier wäre der Anschlusspunkt. Mhm. Ich habe das erstmal drei breit gemacht, weil ich die Wege mal drei breit gemacht habe, aber meine Bürgersteige sollen später schon 5 breit sein, weil, wie gesagt, wenn du eine Kanalisation noch da drunter bauen willst, wobei, eigentlich ist es ja, aber wenn du jetzt auf beiden Seiten Ablässe haben willst, so Gullideckel, dann wäre, glaube ich, 5 besser. Dann machst du hier am 5. immer noch so einen Half-Slab oder sowas. Ach, keine Ahnung, ist noch Zukunftsmusik. Der Weg soll aber hier direkt anschließen oder soll man den einfach so Der soll angeschlossen werden. Muss jetzt nicht in rechten Winkeln und alles geschehen. Er darf auch ein bisschen Wildwuchs haben, sag ich mal so. Gut, weil wenn der Weg natürlich auch noch hier hinten oder sowas, er kann natürlich auch hierher laufen und dann zum Beispiel sich so ein bisschen splitten, weißt du? Dann, ja, klar. Nach links und nach rechts langläuft, dann. Ja, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber hier der Weg, wie er hier verläuft, ist egal. Er soll nur ein bisschen rumschlängeln, ja, oder? Wie gesagt, wenn hier noch andere Häuser und so hinkommen, kann man natürlich eine gerade Strecke machen, dass man. Minecraft ist ja nun mal eckig, dass man möglichst viel anschließen kann. Aber man kann ja, sag ich mal, zu jedem Haus auch nochmal einen individuellen Weg dorthin zimmern. Aber wie gesagt, das ist zu weit in der Zukunft. Und man kann ja alles noch ändern, glücklicherweise. Ja, das schon. Dann mache ich hier erstmal diese Fläche fertig um den Brunnen rum. Mhm. Dass die mal steht. Ich ebne das Ganze hier schon mal wieder ein bisschen ein. So. Da kommen auch schon die Cobblestones, oder die Steine besser gesagt, zum Vorschein. Dann scheint es wohl hier drunter sehr bald in ein Minenwerk oder sowas zu geben.